Und los geht's. Die Frankfurter erstmal im Ballbesitz von rechts nach links in ihren traditionellen schwarzen Trikots und die U21, das muss ich euch nicht erklären, weiß mit rotem Brustring von links nach rechts. Was von Alex Preuß? Kein Abseits. Ah, doch. Ah. Tick zu spät, aber das war mein erster guter Angriff der U21. Die U21 des VfB aber mit deutlich mehr Ballbesitz. Jetzt ein schöner Ball von Raul Paula auf Leo Münster und Dejan Gallien mit dem Tor. Ja, da sage ich's doch. 14. Spielminute, 13. Saisontor von Dejan Gallien. Da muss man nur einmal ganz kurz was sagen. Wunderschöner Ball von Raul Paula auf Leo Münst, der sich da seinem Gegenspieler so im Rücken davongeschlichen hat. Und dann den Ball, ja, ob er ihn überlassen wollte oder nicht, muss man nach dem Spiel nochmal fragen. Der nächste Ball rollt und Mathis Hoppe geht auf rechts wieder ab. Legt ihn durch. Ah, und Raul Paula. Und Posten. Eieiei, da hat er Glück. Und Reichert, ja, auf Raul Paula. Warum nicht? Dejan Gallien. Oh, eieiei, die nächste große Chance für die U21. Die Posten und pariert stark. Aber auch schöner Flugkopfball jetzt. Und Tor! Und was eine Bude von Alex Kreuß. Ja, Wahnsinn. Da zieht er einfach mal ab aus 25 Metern und das Ding fährt unter die Latte rein. Traumtor. Das schauen wir uns gleich nochmal an und von mir aus gerne noch zwei, dreimal. Da hat er viel, viel Platz. Und zack, nagelt er das Ding an die Unterkante der Latte. Ich könnte euch den Frankfurter Fans... So, jetzt Leo Münst. Leo Münst, 3-0! 3-0, 35. Spielminute. Das läuft heute bei der U21. Das war der 4. Schuss aufs Tor und der 3. Treffer. Ja, und wieder vorausgegangen, frühes Pressing, früher Erfolg. Und schon steht es 3-0. Aber ich denke, da würde er sich nicht beschweren. Oh, das ist die nächste gelbe Karte. Also das ist auch komplett unnötig, da so reinzugehen von Harprit Gotra. Da springt dann auch, ja, da holt er die rote Karte raus. Die hat er sich dann mit dem Einsteigen definitiv auch verdient. Aber das war auch wirklich eine gebrauchte erste Halbzeit. So, Melvin Helwan. Ja, da ist der Ball auch wieder weg. Und 4-0. Wieder hinten rausgespielt. Das hat nicht funktioniert. Melvin Helwan leitet es ein. Der Ball landet im zweiten Versuch bei Laurin Ulrich. Und der macht das 4-0 in Minute 58. Da sehen wir es nochmal. Melvin Helwan, ja, spielt den Ball seinem Mitspieler zu. Der kriegt ihn nicht wirklich weiter. Laurin Ulrich hat Platz und setzt ihn dann mit links neben dem rechten Pfosten. Und Paula. Schöner Ball auf Dejan Gallien. Der steht nicht im Abseits. Und 5. Jo, Tor Nummer 14. Ja, Melvin Helwan beschwert sich da. Seine Mitspieler machen es Dejan Gallien aber auch super einfach. 74. Minute. 5-0. Da lässt sich dann gleich auch super entspannt doppelt wechseln. Das ist hier Platz. Dejan Gallien. Ah, scheitert. Ja, kein Abseits. Geht weiter. Und Tor! Jo, Leo Münst und das nächste. Und das macht er so ein bisschen wie Marco Reus unter der Woche im DFB-Pokal. Dejan Gallien also zwei Tore, eine Torvorbereitung, kann man wieder sagen, Man of the Match heute hier. 6-0, 84. Spielminute oder war es vielleicht auch noch die 83. Wahrscheinlich eher die 83. Da haben wir die Slow-Mo nochmal, Moussa Cissé schießt. Dejan Gallien scheitert erstmal, kriegt aber den zweiten Ball. Oh ja, da war Gallien nochmal frei und das war's. Die U21 schlägt Eintracht Frankfurt 2 mit 6-0. Am Ende vielleicht, ja, verdient rausgespielt. Hätte aber auch natürlich aus Frankfurter Sicht anders ausgehen können, aber sie waren dann am Ende einfach komplett chancenlos.